Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir wollen jetzt mal so ein Tiergatter aufstellen. Ach ja, die Mathilde ist auch dabei. Ja, ich bin hier so am Rumlaufen. Boah, das Ding ist so riesig. Das ist, haut hier auch. Oh, doch, hier könnte ich es irgendwie so ganz kacke hinstellen. Ich könnte es auch ganz kacke ins Wasser packen. Oh, bleib hier, du doofe Gazelle. Soll ich das so an den Strand bauen, damit es am Wasser ist? Ja, mach mal. Mir fehlt irgendwie die Sicht von oben, ob das so gut aussieht oder nicht. Warte, ja, das Problem ist, ich sehe. Du siehst es dann auch nicht, ne, wenn ich es aufstelle. Nee, ich sehe da nichts. Ja, gut, dann scheiß drauf. Bumm. Wow, sieht ganz cool aus so. Direkt am Wasser kommt man da irgendwie rein oder so? Nee, ne? So, da können wir irgendwelche Viecher reinpacken und dann sind es unsere Viecher. Als Beispiel haben sie diese Standardviecher reingepackt. Was mache ich da mit den Viechern? Gut, jetzt müssen wir natürlich hier auch so eine kleine Außenmauer bauen. Ja, ist jetzt nicht... Wahrscheinlich kann man dann so eine Gazelle oder so niederknüppeln. Gazelle oder das Beispielvieh ist dieses Standardvieh mit ihren Nestern, weißt du? Wir haben Platz für 1, 2, 3, 4, 5 Viecher. Okay. Also auf jeden Fall... Ich hol mal einen Knüppel. Schatz? Ja. Auf jeden Fall hier würde ich auf jeden Fall die Mauer an diesem Ding hier anbauen. Und den Eingang würde ich auch gern so einen Eingang belassen, dass wir einfach nur hier eine Mauer bauen quasi, höchstens. Falls das Ding überhaupt angegriffen wird. Ich weiß ja nicht, ob die Viecher hier drauf reagieren. Ich hol mal meinen Knüppel. Wollen wir jetzt eins niederknüppeln und testen? Jo. Jo. Dann müssen wir aber auch gleich auf Fleischjagd gehen, weil... frisst ja Fleisch, ne? Nee, diese, die Stachelrücken oder Steinrücken oder wie die auch immer heißen, die pflanzen. Okay. Das sind Pflanzenfresser. Aber ich muss erstmal einen Knüppel. Also ich schätze mal, dass es ähnlich läuft wie bei den Sklaven, nämlich mit Knüppel und Seil, genau. Seil. Schnappe ich mir mal mein Seil und ich schnappe mir einen Knüppel. Oder auch noch nicht, weil ich noch das Hackmesser ausgerüstet habe. So, und Knüppel da. Niederknüppeln kannst du ja vielleicht mitmachen. Ja, ich bin draußen, ich warte schon auf dich. Habe eh nicht mehr so... Ach so, Entschuldigung. Esse ich noch mal ein bisschen Fleischfetzen. Ham, 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 ham. So, und dann nehme ich noch einmal einen Aloe-Extrakt zu mir, um mich zu heilen. So. Und dann komme ich. Zack, 7. Ah, das Ding ist auf jeden Fall neu. Das gab es früher nicht, als wir das mal gespielt haben vor ein paar Jahren. Okay. Ja. Da ist schon mal einer. Ja, das ist aber ein besonders großer, glaube ich, oder? Das ist kein Standard. Nee, das ist einfach nur ein roter. Ja? Ah, nee, die Augen leuchten. Ja. Gehen wir zur anderen Seite. Da sind auch immer welche. Genau. Fangen wir lieber erstmal mit einem normalen an. Genau. Die Leuchtdinger können wir später machen. Ich weiß noch nicht, was die Viecher für einen Sinn haben sollen, aber... Ich habe ja gesehen, man kann, habe ich ja auch schon gelernt, später irgendwie so Leoparden und so ein Gesocksbären als Begleiter mitnehmen. Den will ich nicht, also absolut nicht. Ja, kannst du hacken. Jetzt habe ich gerade mein Hackmesser woanders hingepackt. Na, ja, dann hack ich ihn. Mach mal. Ich kann mich ja von den ganzen Sachen nicht trennen, darum bin ich immer halb voll. Ja, ich habe sie auch mit, aber ich habe noch, aber ich hätte das jetzt in meinem Schnellmenü machen müssen, weil ich da meinen Knüppel und mein Seil Die Reißzähne packe ich dann gleich in die Mühle, ne? Ja. Weil einen anderen Zweck als Knochenmehl haben wir ja nicht für die Dinger, ne? Ist jetzt noch nicht. So, da sind 2, 3 Viecher. Oh, mein Knüppel. Und eine Tussi, die dagegen das ein... Ah, guck mal, da hat sich einer abgesetzt. Wo bist du? Ja, genau. Warte. Ich denk, Knüppel mal von zwei Seiten, dann ist er verwirrt. Fang du an zu knüppeln, damit er sich umdreht, dann knüppel ich ihn wieder.
Tommy dauert das. Ich komme ja nicht weg, ich bin eben in den drinne. Ich bin in den drin. Jetzt nicht mehr, okay. Geh doch mal weg. Oder braucht man so Betäubungsmittel für die? Ich hab keine Ahnung, aber irgendwie bringt das mit den Knüppeln nichts. Aua. Du tötest ihn ja. Ja, ich wollte mal ein bisschen kaputt hauen. Ah, der ist ja gleich hin. Nur so ein bisschen. Vielleicht geht es mit dem Knüppel dann einfacher. Blaue ist die Anzeige, wie wach die sind, ne? Ja, die obere, aber irgendwie bringt es nichts. Ja, da überhaupt nichts. Dann machen wir es so. Ich dachte erst, vielleicht müssen wir ihn so ein bisschen kaputt hacken. Naja. Gibt es... Warte mal, ich gucke nochmal bei mir rein, ob wir da irgendwie... Es kann natürlich sein, dass du dafür ein extra... Hey, beschütz mich mal da, ja? Nicht kaputt. Kann natürlich sein, dass du dafür nochmal einen extra Knüppel brauchst. Naja, ich guck gerade mal. Ich wollte nochmal in diesen, wo ich das gelernt habe. Vielleicht taucht da nämlich noch so eine Waffe auf oder sowas. Ja, genau, was wir nämlich da machen müssen. Oh, wo waren das? Wir überleben war das, ne? Ja. Du, ich höre was Gestampfe. Ich denke, du beschützt mich. Ja. Okay, gut. Der macht ja auch nichts. Der latscht hier nur an uns vorbei. So. Bändiger. Eine Futterkrippe kann ich bauen, ja. Das war's. Aber es gibt verschiedenste Sachen, die man essen kann. Vielleicht muss man den füttern mit irgendwas. Hm. Hier so schattengewürzter, saftiger Fisch oder so ein Scheiß. Okay. Davon gibt's nämlich sehr, sehr, sehr viel. Vielleicht muss der irgendwas Vergiftetes essen und dann kannst du den mitnehmen. Das war ja das, was ich meinte. Da brauchen wir einen Feuerschalenkessel. Haben wir den? Ja, haben wir. Hm. Folge mir. Aber wie gibt man dem was zu essen? Ach komm, gib mir deine Zähne. So, hack ihn tot. Yay, Pflanzenfasern. Feuerschalenkessel. Oh, gibt's hier ein einfaches Gericht? Ah, du meinst ja, die essen ja nichts Besonderes. Achso, es wird. Achso. Oh, 50 Käfer. Wir brauchen immer Schattenblüte. Wo gibt's denn sowas? Nicht hier. Kannst du alles mischen. Schattenblüte mit Stein, Schattenblüte mit irgendwas. Schattenblüte mit Fleisch. Eisen. Dafür brauchen wir Schattenblüte. Die habe ich noch nicht gesehen, das Kruppzeug. Nee, ich auch nicht. Wo könnte sowas existieren? Also wahrscheinlich in irgendwelchen Bereichen, die weiter weg sind. Wahrscheinlich. Ich würde sagen, in irgendwelchen grünen Bereich, ne? Hm. Wir müssen echt mal eine größere Wanderung wahrscheinlich machen. Ja. Ich könnte mir auch echt vorstellen, dass man irgendwie so Bienenstöcke irgendwann aufstellen kann, weil man ja Arbeitsbienen und Königsbienen und bis ja, jetzt das macht auch Sinn, aber... Bis jetzt habe ich da noch nichts gefunden, außer, hier sind ja noch Reißzähne und Hörner. Wie sind die denn im Gerbergestell? Ja, anfangs wusste ich nicht, wohin mit dem Scheiß. Darum habe ich sie auch draußen hingelegt. Ich habe jetzt nur noch 5. Kann ich ja hier irgendwo ablegen.
Weil ich habe ja auch noch ein bisschen getötet. Da. Würde ich sagen, baue ich jetzt ein bisschen Mauer und oh, gekochter Fisch. Den esse ich mal. Yum, 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 yum. Ein Herz habe ich noch. Also ich baue ein bisschen Mauer und du kannst ja schon mal für die Versorgung arbeiten. Dass wir gutes Essen haben. Oder besseres Essen als die Standardfrage. Ja. Ich versuch's ja, aber ich habe noch nicht rausgefunden, wie das geht. Vielleicht muss ich dafür auch noch ein Rezept finden, damit das was wird. Ja, oder machst du einfach viel Ambrosia. Ambrosia. Ja, dafür brauche ich, muss ich ja wieder Menschen töten. Ja, dann kriegst du wieder keine Heilung. Ja, das bringt auch nicht, weil du bist ja wieder verwundet. Na, also ich versuche, glaube ich, mehr auf Aloe zu gehen und dafür brauchen wir Aloe-Samen. Ja, weil, wie gesagt, dann wird es ein kurzer Ausflug nächste Folge. Ich würde sagen, wir gehen dann nächste Folge los. Was meinst du, eher nach, in den grünen Bereichen im Norden oder eher den Osten? Also grüner Bereich im Norden, das ist dann echt ein langer Weg erstmal, ne? Ja, aber im Norden, so weit waren wir noch gar nicht. Das stimmt. Ich meine, wir könnten ja eigentlich mal diesem Flusslauf so ein bisschen folgen. Wir können natürlich da auch... Du meinst in den anderen grünen Bereich Richtung Osten, oder was? Ja, du meintest doch nach Norden. Ja, es gibt einen grünen Bereich im Norden, weil ich denke mir, diese scheiß Pflanze wird bestimmt irgendwo wachsen, wo es grün ist und nicht in der Wüste. Ja, das ist nur in beide Richtungen ein wirklich, wirklich weiter Weg, der bestimmt länger dauert als eine Folge. Ja, darum brauchen wir ja bessere Nahrung. Ja, ich habe hier Rezepte zwar, aber hier steht dann auch nur zum Beispiel drauf, gekochte Eier auf dem Herd. So. Ja, ja, einen Herd haben wir aber nicht. Richtig. So Lagerfeuer, ne? Also manche Sachen kannst du zum Beispiel nur auf dem Herd machen. Und so weit sind wir noch nicht. Na, auf dem Lagerfeuer kann man tatsächlich nicht so super viel machen. Weiß ich, guck mal hier bei den Talenten, beim Birleben. Ja, wenn man den Herd bauen kann. Die Montage. Ach nee, das ist bei Werkzeuge. Primitiver Koch. Meisterkoch. Verbesserter Herd. Lagerfeuer. Brauen. Imker. Ah, siehste, Imker. Herd. Stufe 29, ich bin Stufe 25. 25 bist du? Ich bin 25 und für einen Herd brauche ich Stufe 29 und da kann ich exotisches Festmahl machen, schmackhaftes Festmahl, Fleischstreifen, Suppe, gereinigtes Wasser, gewürzte Keule, gekochte Eier, gewürztes Steak und Fischstreifen. Dauert ja noch ewig. Jo. Und dafür muss ich ein Lagerfeuer lernen, sehe ich gerade. Na, also bis ich einen Herd machen kann, dauert das noch. Bis dahin müssen wir uns wirklich mit dem ganz blöden, schnöden Zeug. Ich würde dann trotzdem sagen, dass wir mal eine Erkundungstour machen. Können wir gerne machen. Wo ist denn der Riesenkroko überhaupt? Den haben wir ja nicht getötet, ne? Nein. Aber gesehen habe ich den jetzt auch schon ewig nicht mehr. Dann gehe ich jetzt noch ein bisschen Menschen jagen, damit ich viel, viel Ambrosia habe. Und laufe dafür den Fluss hier einfach auf und ab. Halt, wo ist mein Häutemesser? Ich will mein Häutemesser dafür mitnehmen. Irgendwie schaffe ich es immer, mein Zeug abzulegen, ohne dass ich das möchte. Da ich raff's manchmal nicht, warum auch immer da nicht bauen kann, wo ich will.
Bleib doch mal stehen. So treffe ich euch doch gar nicht. Ich habe nicht genügend Ressourcen. Nein! Sehe ich nämlich zu, dass ich jetzt noch mal Leute erlege und genau, aber schön hinterlistig Aloe sammeln. Ja, Aloe habe ich auch schon ein bisschen gefunden. Also im Wüstengebiet findest du ein bisschen Aloe, so ein bisschen. Da ist er. Ja, hier am Fluss wächst ja auch immer so ein bisschen Aloe. Ja, ein bisschen hier, ein bisschen da. So, Aloe-Samen sind auch super, weil die kann ich dann anpflanzen. Wie pflückst du die am besten? Mit der Hand? Mit der Hand. Okay. Wir haben noch keine Sichel. Solange wir keine Sichel haben, mit der Hand. Gut. Ich laufe jetzt hier einfach erstmal so ein bisschen auf gut Glück, sag ich mal, rum und Fluss nach Westen runter. Ach so. Wo ist denn eure Mutti? Nehme ich mal eure Eier mit. Danke. Mehr Stein. Bist du ein netter oder ein böser Mensch? Kann man mit dir reden oder bringst du mich um? Ja, die Netten gibt's zu wenig irgendwie, ne? Die gibt's zwar mal ein paar, aber... Ah, ist kein Netter. Ich würde immer davon ausgehen, dass es halt kein Netter ist, ja genau. Immer jemanden, der dich dann töten will. Das ist Noss, der Mordbube. Muss ich den kennen? Wolltest du gesagt haben. Und er bringt mich gerade um. Das darfst du nicht zulassen. Ah, ich blute, ich bin fast tot. Scheiße, scheiße, scheiße. Essen. Benutze das Ambrosia. Nein, nicht ableben, benutzen. Ah, ich bin tot. Ich bin verblutet.
Der war nicht nett, ne? Nein, der war nicht nett. Oh, Nacktop. Mein Zeug wiederfinden und erstmal nackelig dahin laufen. Nackter Puppe. Nackte Puppe, Mathilde. Oh, nackt warten, das ist eigentlich immer nett. Hehehe. Das Relikt des Abgrundes zerstören. Wo zur Hölle ist das Relikt des Abgrundes? Das weiß ich nicht. Das habe ich hier auf meiner Reise nämlich angegeben. Das Relikt des Abgrundes zerstören. Nein, genau da passt kein Stein mehr hin. Oh, das ist ja kacke. Ah, es ist nicht so leicht hier mit dem Bauen. Ich sehe erstmal mein Zeug wieder. Das sind Menschen, die ich vorher nicht gesehen habe. Ah, hier doch irgendwo. Da ist das irgendwie gewesen. Ah, da ist mein Zeug. Sehr schön. So, dann ziehe ich mich jetzt erstmal wieder an. So. Das Schöne ist, ich kriege aus mir selber schwelende Essenz raus. Ziemlich praktisch. Also rein theoretisch, wenn wir viel und schnell... Oh, ich sehe den Riesenkroko wieder. Was wolltest du sagen? Wenn wir viel und schnell Beute haben wollen, können wir uns die ganze Zeit gegenseitig umbringen und uns abhäuten und so. Ein mittelschwerer Oberschenkelschutz. Na, dann ziehe ich den doch mal gleich an. Jetzt habe ich ein richtig langes Röckchen an. Hast du jemanden gekillt und das gefunden, oder? Mhm. Ja, es ist manchmal nicht schlecht, aber die Leute geben ja was. So ein richtig langer Rock. Mann, Mann, Mann. Geht mehr bis zu den Füßen.
Hält ja auch warm. Das weiß ich nicht. Warte mal, ich guck mal, was hat der denn so? Rüstungswert 34. Hat aber einen Belastungsbonus. Boah, Gewicht eben. Fast 14, ne? Rüstungsmacher. Ne, haben wir ja. Stufe 2 sogar. Oh oh, kommt hier ja gerade ein Sandsturm? Sehe ich das richtig? Ich weiß nicht, wo du bist, aber... Scheiße, ja, hier kommt ein Sandsturm. Bei mir noch nicht. Scheiße, und ich bin draußen. Fuck. Scheiße. Ah, jetzt kommen so die ersten Seen. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ja, bei mir wird es jetzt auch dunkler. Ah. Scheiße, ich habe nicht genügend Holz, Stein. Ah, ich muss mir ganz schnell was bauen. Scheiße. Oh, ein bisschen windig. Ich gehe mal nach Hause. Gut, dass es jetzt kommt. Nächste Runde wollen wir ja los, ne? Ja. Ich muss mir hier gerade irgendwie ganz schnell irgendwie einen Unterschlupf bauen. Gebäude ist hier nicht zulässig. Oh, leck mich doch! Ich brauche einen Unterschlupf. Ich habe hier keine Lust, im Dings zu sterben, im Sandsturm. Scheiße, ich sterbe hier gerade im Sandsturm. Leck mich. Ah. Ah, ich krepiere hier gerade. Ja, ich bin tot. Super. Tot durch Sandsturm. Ja. Guck mal kurz raus. Ist immer noch ein Sandsturm da. Ja, danke, ich weiß. Ah, hallo. Hi. Wie geht's, wie steht's? Ich glaube, hier sollten wir mal abschalten. Warte. Warte, wie ging das? Hey. Ups. Das wollte ich nicht. Jetzt bist du voll blutig. Was machst du denn da? Ich leg mich hin. Ich schlafe jetzt. Das geht? Leider erholt man sich dabei nicht, aber ja, das geht. Aha. Ich wollte eigentlich kommunizieren, aber irgendwie haut das nicht hin. So, willst du dich zu mir setzen? Ich setze mich auf den Boden. Ich habe hier extra Stühle gebaut. Ja, gut, aber ich kann hier aufstehen. Hallo, aufstehen. Einmal linksklick. Ah. Dann lange E drücken und dann interagieren. Nicht den Sandsteinrahmen, den Stuhl. Ja, ich drücke hier auf E. Ah, jetzt. Hallo? Da ist ein Tisch. Hallo, Tisch. Ist ganz schön windig da draußen. Ja, du hast ja nichts an. Ja, ich weiß. Meine Kleidung ist ja auch im Westen. Bisschen dunkel hier. Ja, ich weiß. Ich muss ja noch Licht machen. Und meiner, der schämt sich ein bisschen, weil du nackelig bist, weil er guckt auf den Tisch. Oh, Sturm zu Ende und weg hier. Oh, super, ich kann mein Zeug holen. Ich kann nochmal das Stückchen Mauer bauen, was ich habe. Oh, toll, und jetzt ist da ein Kroko. Das ist vor allem das große Kroko. Kroko, lauf!
Tum, 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 tum. Ah, wegen diesem Scheiß, wie hab ich ihn verbaut? Hm? Kein Platz zum Platzieren, deine Mutter. Jetzt bau das dahin. Welchen Verbindungsstück? Geht's da wieder nicht? Dann bauen wir hier ein Verbindungsstück. Ey, jetzt verpiss dich hier. Ja, verpiss dich, ich will ja bauen. Gehst mir sowas auf den Zwirn. Verpiss dich. Schnauze. Mann, oh Mann, man will in Ruhe bauen und dann wird man hier gestört durch irgendein Kackvieh. Ich nenne dich jetzt. Ja, frag mich mal. Ich wollte in Ruhe einfach nur ein bisschen spazieren gehen und dann kommt so ein scheiß Sandsturm und tötet mich. Ja. Was für eine Kacke ist das denn bitte? Voll die Kacke. Voll die Scheiße mit der Scheiße hier. Ja. Scheiße hier. Ich will nur vorbei, aber euch nicht aufregen. Oh, und jetzt ist da irgend so eine dumme Tussi wieder. Ach, da ist mein improvisierter. Oh, toll. Und jetzt ist da so eine dumme Tussi, die mich umbringen will. Genau da, wo meine Leiche liegt, ey. Leck mich doch am Po. Wo bist du denn überhaupt gestorben? Bei mir in der Nähe hier? Ich weiß ja nicht, wo du bist. Am See bin ich. Dann, nein, nicht in deiner Nähe. Okay, dann kann ich dir auch nicht helfen. Ja, da sind jetzt die zwei Viecher, die mich hatten. Ich glaube, die töten die Tussi noch. Na, wir brauchen Eisen. Ja, weil meine Steinpike ist wieder fast kaputt. Und ich nichts habe zum Reparieren. Hm. Ah, und ich brauche eigentlich noch mehr für meine Mauer. Naja. Dann bereiten wir uns ja schon mal. Kann ich mir schon ein bisschen vorbereiten für die Wanderung? Die wandern ja nicht. Leichenstarre ernten nicht möglich? Oh. Das. Ah, die Viecher haben die doofe Tussi getötet. Das ist doch gut, dann könntest du ja rankommen. Ach, das ist einfach nur ein typischer Verbannter. Aber schwelende Essenz habe ich bekommen. Hier ist auch gerade noch irgendwo vorhin jemand tot umgefallen. Oh, wieso willst du was von mir? Ich war doch so weit weg. Na gut, dann töte ich dich jetzt eben. Du wolltest es ja nicht anders. Stirb. Mann, ey. Ich will ja doch nur in Ruhe langlaufen, ihr Blödis. So, genau, du wolltest ja nichts Böses. Nee, wollte ich auch nicht. Ich will hier einfach nur ganz lieb ein bisschen spazieren gehen und eventuell ein paar Menschen töten. Aber nur eventuell. Und das auch nur, weil ich mich vorbereiten will und Ambrosia machen möchte. Wir brauchen viel Ambrosia, wir brauchen viel Aloe Vera. So. Hm. Da ist dieser doofe Mörder, mit dem lege ich mich jetzt nicht nochmal. Die Aloe Vera Blätter soll ich dann auch in den Ofen packen hier, oder? Ins große Lagerfeuer. Nee, die kommen in den Feuerschalenkessel. Ah, ich sehe schon, okay, ja, wir sehen. Und dann nehme ich mir mal zwei Alu-Extrakte da. Von den Vieren. Ja. Bring auch noch ganz gut was an Aloe mit. Ich meine, man braucht ja echt eine ganze Menge, tatsächlich. Weil für einen so einen Aloe-Extrakt braucht man 10 Aloe-Blätter. Das ist nicht wenig. Aber wenn wir so ein paar Aloe-Blätter haben, also so ein paar Aloe-Extrakte und dazu noch ein paar Ambrosia-Schalen,
könnte das eigentlich was werden. Ey, ich habe so viel Scheiß dabei. Ich bin immer bei 55%. Belastung. Ah, bei Belastung auf Stufe 3 ist deine Traglast um 10% erhöht. Aber Stufe 3 ist nicht so schnell. Das ist, da kannst du ja echt Punkte reinballern. Ja, ja. Du bist kein Mensch. Geh weg. Oh, das sind Menschen. Ey, wieso treffe ich nicht? Mano. Ja, das Problem kenne ich. Ich habe vor allem voll auf die drauf gehackt. Ist ja wer im Wasser, wer ist denn das? Ist bei mir in der Nähe oder was? Reicht immer aus, dieser Drecksack. Oh, ein Kämpfer. Der war ja easy. So, gebe mir dein Herz. Bin voll der Herzensbrecher. Pinkes Färbemittel. Und zwei Glasflaschen. Ach, die Arme kannst du behalten. Zack. Ja, nehme ich auch mal mit. Und Aloe nehme ich natürlich auch mit. Viel, viel Aloe. Ich will Aloe und ich will Menschen. Beides ist gut. Ich lasse ich in Ruhe, von mir will ich nichts. Keine Aloe. Ich muss sagen, Mensch, die Feinde haben es echt nicht mit dem Wasser. Nee, das ist ganz gut. Die stellen sich da einfach hin und Wurz ist Wurz. Ja, das finde ich aber eigentlich ganz gut. Ja, so kann man sie ganz schön billig töten, ne? Hm. Was bist du? Ach, schade, du gibst mir nur Pflanzenfasern. Keine Aloe. Hm.
da ist doch Aloe. Schön, schön, schön. Und da ist auch ein Mensch. Ich erledige dich so. Oh, da ist noch ein Mensch. Oh! Hast du ihn gekillt, oder was? Ja, und ich habe ihn einmal so durchgehackt. Und die beide sind stehen geblieben. Und er ist umgekippt. Das sah einfach lustig aus. So, woran jetzt das Lagerfeuer, wo noch die Tussi liegt, da. Hast du noch was Nettes? Oh, 18 Knochen. Das ist doch was Nettes. Ja, kann man immer gebrauchen. Ich bin echt voll. Oh, davon ist noch Aloe. 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 Gut, ich würde mal sagen, wir machen einen Break, finden uns dann mal wieder zusammen und dann gehen wir mal auf Erkundungstour nächstes Mal. Ja. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal gerne ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und tschüss.